I am not worthy! I am not worthy! I am not worthy! Der König Flönz ist zurück! Guten Tag, guten Tag. Eure Majestät! Ja, zurück Sie, im Königreich. Sie beehren uns mit Ihrer Präsenz. Erklär. Ich huldige. Mensch, dass ich das nochmal erleben darf. Ja. Jetzt werde ich hier auch gleich den Popo versohlen. Ja, schau mal. Ich glaube, das ist eher andersrum. Wir werden auch ein Videospiel auch noch spielen. Und zwar WWE 2K Battlegrounds. Ich bin mir ziemlich sicher, einige, auch du, wirst dich noch so in Spiele wie NBA Jam erinnern, ja, oder? Ja, ne? NBA Jam war super. Absolut klasse, oder? Ja. Der Inbegriff eines Arcade-Spiels, einer Sportart, aber so spaßig umgesetzt. Und meines Erachtens fehlt sowas ja heutzutage. Ja. Immer wieder mal kommt sowas. Ich glaube, NBA Playgrounds gab es ja mal. Das war okay, aber nie so richtig geil. Jetzt gibt es aber WWE 2K Battlegrounds bald. Das erscheint nämlich am 18. September. Wir haben eine Vorabversion bekommen und werden das jetzt mal zocken. Hier ist noch so einiges ausgeblendet, was wir nicht in dieser Version spielen können. Wo sollen wir denn zuerst hingehen? Exhibitionistische Männer oder exhibitionistische Frauen? Wir können gern mit den Frauen anfangen. Dann fangen wir mit den Frauen an. Und hier sieht man auch, was einen erwartet. Also da gibt es wirklich jede Menge Sachen. Wir machen aber entweder ein Fatal 4-Way oder ein Steel Cage Match 2-on-2. Was willst du machen? Wir müssen dazu sagen, wir haben das Spiel noch nie gespielt. Ja, das wird beide nicht. Super in die Hose gehen. Wenn alle sagen, typisch Videospieljournalisten, wenn wir drauf sagen, kann ich nur sagen, stimmt. Wie wollen wir es machen? Sollen wir gegeneinander, sollen wir miteinander? Ich würde sagen, wir spielen gegeneinander. Ich würde sagen, wir machen erstmal miteinander, damit wir sehen. Und im nächsten Match, okay, ne? Weil so kann ich es auch gleich auf dich schieben. Wie nehme ich denn? Ich nehme Ronda Rousey. Das ist einfach. Wie? Ronda Rousey, ist sie nicht eine UFC-Fighterin eigentlich? Sie war UFC-Fighterin. Bis sie doch, dann mal böse auf den Sack bekommen hat, ne? Oh, du nimmst natürlich gleich die Stärkste, ne? Weil du musst einiges kompensieren, ne? Nämlich Sehr Sasha klar. Banks, die sieht besser aus als Ronda Rousey. So. Alright, alright, alright. Ronda Rousey und Sasha Banks gegen Asuka und Stephanie McMahon. Psst. Niemand ist hier Champion. Geil. Ah, das bin ich. Bin schon ein heißer Feger, ne? Frisch von Amazon Prime noch. Bei Wish bestellt. Das gibt's aufs Maul. Haben wir ein Geld bei. Um zu gewinnen? Wir müssen Geld sammeln? Darum geht's? Ja, Tutorial, Schmutorial. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich hau dir einfach mal auf die Backen. Ja, nice, richtig schön. Kick hier hinterher noch rein. Oh, was hat die denn für einen Move gemacht? Ich gehe jetzt hier hoch. Ich schnapp mir Geld. Oh, jetzt hat die mich runtergeholt. Scheiße, jetzt ist Geld eingesammelt, Dude. Ja, das bist du. Ich hatte dich gerade aufgehoben. Wie kann ich denn klettern? Ich hab das mit LB gedrückt halten. Okay, LB. Okay. Steh auf! Ah. Nein, die wirft mich in die Luft! Oh, hast du es gesehen, was ich gerade mit dir gemacht habe? Und die andere kriegt auch auf die Backen. Schau mal, was ich für Moves mache. Ich bin so gut. Oh, verdammt, ich liege am Boden. Ich bin doch nicht so gut. Ah, nice. Schön. Geh weg. Ich möchte mal jetzt die platt machen. Ich kicke schon. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Oh, jetzt. Ah, das ist echt gemein, ey. Man hat da echt wenig Zeit, um da schnell zu reagieren. Ah, scheiße. Nein. Ich hab's geblockt. Ah, verdammt, ey. Also es gibt echt so ein paar Quicktime-Sachen, da muss man dann echt ein bisschen mehr aufpassen. Ich schnapp mir das Geld. Nein, jetzt hat die mich! Oh, die dumme Kuh! Steh halt auf, steh auf, steh auf! Komm, 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 komm! Ah, nein. Ich hab das Geld, ich hab das Geld. Super. Ja, die anderen haben gewonnen. Was? Ja, die hatten genug Geld, um rauszukommen. Wow, Flönz, hast du gut gemacht. Hast du echt gut gemacht, Jens.
Ich muss nicht, wie ich dich vom Käfig runterziehe. Ja, ich auch nicht. Ich hab jetzt die Schnauze voll, ey. Schau mal, wer ist nochmal ein Tutorial? Ja, Tutorial. Keine Ahnung, was wir hier machen, ey. So, einfache Schläger auf Punch und Kick. B ist Pin. Okay, Punch, Kick, Pin. Gegner anvisieren. Oh mein Gott, das ist, ey, das ist, ne? Das soll der Lenzen jetzt hier mal nicht rausschneiden. Das ist, Sprungbrett-Moves und Dive auf. Ja, ich glaube, wir haben das Wichtigste gelernt. Okay. Puh. Hauen wir uns einfach aufs Maul. Ja. Oh, wir dürfen gar nicht Steel Cage machen. Wir wollen ja, genau, wir machen Fatal 4-Way. Andre the Giant ist dabei. The Rock. Ja, nehmen wir The Rock. Nein! Was hast du eigentlich mit 95? Ich hasse dich. Wen nehme ich denn dann? Dann nehme ich jetzt John Cena. Wobei ich Andre the Giant schon gut finde. Wen haben wir da noch hier? Edge, Daniel Bryan, Bray Wyatt, Andre the Giant. Andre the Giant, den kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, ne? Ein Klassiker. Stone Cold Steve Austin ist aber auch ganz gut. Den nehme ich jetzt. Achso, ja. Dann machen wir Andre the Giant, weil der ist geil. Passt so. Und dann machen wir noch, wen haben wir noch? Den Undertaker haben wir doch gesehen. Oder den machen wir auch noch rein. Da haben wir noch jede Menge Klassiker. Ja. Oh, der hat einen Hut. Hut ist immer gut, ne? Also auf dem Papier müsstest du hier gewinnen, weil du hast die meisten Punkte. Das gleicht, glaube ich, meine Fähigkeiten einfach mit aus. Ja. Ich hau erstmal an mit dem Giant. Ich pin gleich mal! Okay, es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Deswegen kriegt er jetzt aber so drauf. Oh nein! Nein, nein, nein! Nicht, nicht! Der Riese wirft mich raus! Ich werd gefressen vom Krokodil. Ich auch! Was ist denn hier los? Oh mein Gott, ich sehe schon, das ist das erste Match der Welt, wo die CPU gewinnen wird. Oh, jetzt kommt er raus, ich habe Angst. Ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder rein, tschüss. See you, Sucker. Komm rein, Andre. Ich kick ihn und ich kick ihn und ich hau zu und er kriegt noch eins drauf und da kriegt er einen... Nein, ich habe zu falsch Y gedrückt, jetzt schmeißt er mich. Aber er schmeißt mich in den Ring, danke. Oh, oh, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Uah, aua. Fuck, ey, man muss echt auf diese kontextsensitiven. Jetzt dieses Krokodil, ey. What? Fatal Error has crashed? Das passiert, wenn man zu gut ist in einem Spiel. Ja, liebe Leute, das kann passieren, wenn man so eine Vorab-Version hat. Dass halt dann einfach auch mal was crasht, ne? Und das ist gerade eben passiert, leider in diesem Match. Sehr, sehr schade. Aber wir werden das Ganze jetzt nochmal probieren, in der Hoffnung, dass jetzt keine Probleme auftreten. So, wollen wir uns gleich beide auf den Undertaker konzentrieren? Scheiße. Steh halt auf, Stone Cold! Boah, ey, der Sack, der wirft mich jetzt wieder ins Krokodil! Oh, zum Glück nicht. Jetzt kommt er raus. Ja, oh, ich krieg Stuhl ab. Nix da, ich nehme den Stuhl. So, darf jetzt hier. Verdammt, er hat den Stuhl! Ah, nice. Schön noch ein Undertaker gelandet. Ich mach Defensive! Hat nicht. Was haben die denn? Ich hab doch extra hier. Jetzt hat er dem Undertaker auch aufs Maul gegeben. Wir haben alle aufs Maul bekommen. Ich hab abgewehrt! Alle schön Gurkensalat. Was bist du denn hier? Warum machst du mich denn fertig? Warum hast du denn Flammenfäuste? Ich habe meine Fähigkeit angemacht. Wie hast du die denn nie angemacht? Ja, über das Steuerkreuz. Danke, dass du mir das jetzt erst sagst. Ja, es wird da unten eingeblendet. Nichts wird unten eingeblendet. Jetzt habe ich einen Stuhl gegen den Kopf bekommen. Ich habe eine super Aktion gemacht, aber es bringt mir nichts, weil ich gerade geworfen werde. Boah, es ist echt komplex, dieses Spiel. Nein. Oh, das krieg ich schön aufs Maul. Aua. Ich will eigentlich... Nicht mit dem Stuhl. So, das. Brech ihm das, den Rücken. Und jetzt pinne ich ihn. Und jetzt mache ich die Bitch fertig. Ja, genau, spring drauf, während ich den... Ja klar, pinne. Das gewinnst du ja. Die müssen beide gewinnen, verstehst du es nicht? Wir verlieren gerade gegen die CPU, wir liegen da wie Käfer auf dem Rücken. So, jetzt Stuhl. Stuhlattacke! Wie im Berghain, im braunen Salon.
Ey. Jetzt liegen alle am Boden, ey. Das ist echt, das ist echt. Nein, nicht pinnen, nicht pinnen. Ich lass dich da mal in Ruhe. Du machst das schon. War's das jetzt schon? Ja, der Erste, der gepinnt wird, dann ist... Ja, hast du gut gemacht, Flens. Ich hätte jetzt einfach reingehen können. Nö. Also, ja, doch. Die faschistische CDU verloren. Ja, Könner sind wir. Ja, das, liebe Leute, war unser kleiner allererst Eindruck, bei dem ihr euch denkt, Mensch, die können ja gar nichts. Womit? Zu Recht. WWE 2K Battlegrounds am 18. September erscheint es. Diese Version war noch ein bisschen buggy, wir hatten einen Crash. Ich finde das grundsätzlich ganz cool. Ich mag dieses Arcadige, aber es ist doch ziemlich komplex, ne? Es ist komplexer, als ich dachte, auf alle Fälle. Also, wir haben hier ein Tutorial, aber ihr habt es ja gesehen, das ist ja nur dieses schriftliche. Ich hoffe, es gibt im eigentlichen fertigen Spiel ein richtiges Tutorial, das einem beibringt, wie man die Sachen einsetzt. Weil sonst ist man da, finde ich, arg verloren und so eine Art von Tutorial ist nicht schön, aber das ist eine Demo-Version, ne? Hoffen wir, dass es einfach eine fertige Version ist. Es ist halt nicht ganz so kompliziert wie die richtigen WWE-Spiele, sag ich mal, aber schon gut vereinfacht. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Zeit investiert, geht das auch gut rein. Wir haben auf jeden Fall eine Sache feststellen können. Der König von Gameswelt ist zurück, aber er ist definitiv nicht King of the Ring.